Liebe Gemeinde, wir haben uns hier und heute zusammengefunden, um mal wieder nicht zu verhungern. Habe ich das nicht schön gesagt? Das hast du wunderschön gesagt. Ja, zusammen mit Joto sind wir mal wieder hier am Start. Hallihallo. Wir haben ja neu angefangen das letzte Mal, ist auch schon ein bisschen her. Ja, aber ich habe jetzt richtig Bock hier, das noch besser zu machen als beim letzten Mal. Dementsprechend natürlich, ja. So, und ja, dann wollen wir mal loslegen. Wir brauchen noch eine Strohfarm, die haben wir gesagt, glaube ich, oben rechts, ne? Genau. Oben rechts, genau. Die Stöcke, haben wir die schon angefangen? Nee, gell? Nein. Stockfarm. Ja, komm, dann mache ich die mal hier unten. Mir fehlt auch noch, warte mal, der Regenschirm. Da habe ich jetzt einen Stock gepflanzt. Regenschirm hast du, weil hier würden zur Not dann noch diese Schweine heute liegen. Oh, und Stöcke. Regenschirm habe ich auch noch nicht, nein. Ich mache jetzt erstmal einen Rucksack, dazu brauche ich Stöcke. Jetzt hole ich erstmal Stöcke. Jo, weil ich gehe mal los und suche einfach mal mir Essen, weil ich verhungere bald. Und dann bringe ich auch noch Stöcke mit, was ich so auf dem Weg finde. Gold wäre auch nicht schlecht, wenn wir das so bald finden. Hattest du schon Gold irgendwie gefunden? Großen Goldbereich? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich gucke gleich mal auf der Map. Zumindest haben wir Frösche hier oben. Mach erstmal essenstechnisch, ich mach erstmal rucksackstechnisch. Genau. Dann sehen wir weiter. Und dann, genau. Beeren bringe ich auch noch mit, Bärenbüsche. Ah, ich brauche noch Flint? Ja. Ja, und der Rucksack ist voll, das ist natürlich. Wird schon wieder dunkel. Ich hab Flint, sehr gut. Aber ich nehme gleich genug Stöcker mit, damit ich mir direkt die Schaufel machen kann. Schön zum Ausgraben. Ja, die Karotte kann ich nicht mitnehmen. Natürlich doof. Was wir jetzt auch bauen können, was wir letztes Mal nicht gemacht haben, ja, ist, wir können uns ein Zelt bauen. Ah, okay. Und, oder einen Schlafsack. Zelt ist, glaube ich, hebt länger oder bleibt sogar bestehen für immer. Mhm. Mit dem Schlafsack und Zelt kann man die Nacht sofort abbrechen. Also springen quasi. Aha. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Together ist. Aber das füllt auf jeden Fall die Sanity auf. Ah, das konnte ich mit meiner Omi konnte ich das leider nicht machen. Also okay, das ist ihr Nachteil, die kann nicht schlafen. Mhm. Sanity aufzufüllen. Ah, da müssen wir es mal in der Kombination probieren. Genau. Also Gold habe ich hier im Norden gesehen. Viel oder so vereinzelt? Habe jetzt nur einen Anfang von einem Biom gesehen, hinterm Fluss. Also Steinbiom, oder? Ja. Ja, dann oder mal gleich mal viel Gold holen am nächsten. Oh. Frosch hat Ding getötet, jetzt Mist. Kommt das mit die zwei Dinger, aber die ich laufe dann doch lieber mit Gold in dem Werkzeug rum, glaube ich. Dann ist es gleich mal. Ja, dass man das gleich länger hat. Jetzt nicht gleich kaputt. Mhm. Ja, Leute, was haben wir uns vorgenommen hier? Diesmal wieder länger überleben als letztes Mal. Ich weiß gar nicht, wir sind letztes Mal schon relativ weit gekommen. Ja, leider. Ich glaube 46, 45. Ja, sowas. Leider durch einen kleinen Zwischenfall kurzfristig beendet. Wir versuchen einfach diesmal gar nicht zu sterben. Definitiv. Wie gesagt, es gibt ja trotzdem die Möglichkeit, wenn man stirbt, dann verringert sich ja die maximale HP. Mhm. Aber die kann man wieder auffüllen, und zwar über so eine Art Spritze. Dafür braucht man dann diese Medizin, welche man aus Spider-Glen machen kann. Ah. Dann glaube ich noch Papyrus und noch irgendwelche Sachen. Okay. Ich kann gleich mal gucken, wenn ich zurück bin. Lager und Craften. Lagerfeuer steht. Ich könnte es mal gucken. Müsste bei Survival sein. Das ist so eine Spritze. Mhm. Oder man braucht erst eine Alchemie-Maschine. Ja. Was? Ich wollte noch irgendwas reden. Ah, ich bin ein bisschen verpeilt, Leute. Feuer hier. Genau, Regenschirm. Wo war der Umbrella? Bei Survival war der. Ein Burly-Fan kann ich machen. You have to run to create a breeze. Aha. Cool. Umbrella, da brauchen wir zwei Spinnennetze. Haben wir die schon? Nee, ne?
Ah, du kannst deinen Bart. Ja, genau, Rasierer. Rasierer. Das müsste auch hier bei Survival sein. Oder? Nee, bei. Wo müsste das hier? Bei Tools, genau. Rasierer, jawohl. Tada. Shave. Tada. Wie viel gibt das? Einmal. Schade. Ich glaube aber, umso länger der wird, umso mehr kriegst du raus. Also einfach nur ein bisschen abwarten. Genau. Aber ich meine, hallo, umsonst Spinnenseide, ja, die ganze cool. Zeit, kontinuierlich. Feine Sache. Können wir schon Kühlschrank auch nicht, ne? Warte mal, ich guck mal, ob ich Getriebe eingesammelt habe. Nee, leider nicht, da brauchen wir Getriebe. Also wie gesagt, Friedhof oder hinten habe ich, glaube ich, Maxwell Dach schon gefunden, oder? Das ist das Problem, gell, wenn man an so vielen Spielen spielt. Ah, brutal. War doch was. Ah, nee, doch nicht. Das Game. Ja. Leute, sorry, dass es jetzt gerade ein bisschen hängt, aber... ein bisschen verpeilt. Was, du hängst? Ja, ich hänge. Ich gebe offen und ehrlich zu, dass ich hin und wieder mal ein bisschen einen Hänger habe. Manchmal ist auch umgekehrt. Mach mal unsere Food-Sachen hier oben hin, also unsere. Ja. Ja. Klingt gut. Ja. Aber ich habe jetzt gerade auch einen Hänger. Das kommt von dir wahrscheinlich, weil du hostest, oder? Ja, ja. Was? Nein, nein, nein. Ich meine jetzt so. Ach, du hast einen psychischen Hänger. Psychisch? Nein, nicht. Okay, ich habe einen Computerhänger. Sag mal. Einen rein. Nicht physikalischen. Warum versteht mich denn keiner? So, komm mal her, du blöder Frosch. Lass mich in Ruhe. Ach Mann, hör auf. Gib mir das Stückchen. Lass mich das Stückchen nehmen. Mann, du doofes Ding. So. Nein! Ja, genau, genau. Ausgerechnet die Stücke hast du mir jetzt rausgeholt. Du kleiner Fischkopf, du sagst das. Geh weg. So. Bild, dann geht's Froschschenkel, Alter. Ja. User joined new channel. Definitiv. Hey Hallo. Crazy, herzlich willkommen in der Aufnahme. Ja, das bin ich gerade vor. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ich bin auf YouTube, ich bin da. Was sagt er? Er ist ich da. Bin auf YouTube, ich bin jetzt ein Star. Du bist auf YouTube ein Fernsehen. Star? Ja, endlich im Fernsehen. Ehrlich? Was hast du auf meiner? Ja, ich bin nur gerade hier in der Aufnahme. Ach so, ja, alles klar. Ja. Da nochmal zum Thema zurück. Ich habe gerade psychischen Hänger. Ja, dein Hänger ist mir jetzt gerade mal egal. Was schaut's denn? Wie schaut's denn aus mit Hot? Mit Hot sieht's heute gar nicht mehr gut aus. Och, Junge. Heute ist Don't Starve angesagt. Crazy, du bist aber auch immer so zeitlich echt so total neben der Kamm. Entweder kommt da viel zu spät, wenn die Gruppe schon voll ist. Oder ja, kommt... Real Life ist eben nicht so planbar. Ja, ganz, ganz übel. Aber hier, Ferregas, kannst du fragen. Ich hab da gesehen, der ist unten alleine unterwegs. Man kann, das suchst du eine Gruppe. Ja, ich und vor allen Dingen sind da viele Einzelne. Treibt die mal zusammen, damit ihr hier gruppierungstechnisch mal zusammenkommt. Da bist du genau der geeignete Typ dafür. Jo, das sind aber die Leute, wo denkst, sie wäre OP-Nis und ja, allein genau. Dann in 5 Leute drin chargen. Ja, das ist leider so. So wie du zum Beispiel. Jo. Nix so. Genau. Nee, Crazy, ich wünsche dir viel Erfolg. Oh je. Mhm. Wieso werde ich vom Schwein angegriffen? Tschüss. Weil ich der Spielmann bin. Ciao, Crazy. Doppel Crazy. Joto! Ja? Wieso werde ich vom Schwein angegriffen? Von welchem? Hast liegt das an meinem Charakter? Es könnte sein, ja. Ich glaube, dass dich jetzt die friedlichen Viecher sehen dich als böse an. Oh je. Ah, siehst du, hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Ja, dann kümmere ich mich um die lieben Tiere und du kümmerst dich um die bösen Tiere. Aber das Coole ist jetzt, hier ist direkt ein Spinnennest. Ja, jetzt kannst bin du ich abfahren. An dem Spin- ja. Jetzt gibt's fürs Schwein aufs Maul hier. Kannst du die auch töten? Ich glaube, du kannst die auch töten. Oder werden die aggressiv, wenn du die angreifst, die Spinnen? Möchte ich jetzt gerade nicht ausprobieren, nicht sonst habe ich 2 Gegner. Muss nicht sein. Ein Gegner langt mir. Ist, glaube ich. Und ich werde schon wieder ein bisschen verrückt. Oh. Ne, da habe ich kurz gesagt. Da musst du links, entweder Westen oder Norden. Da sind Wiesen. Da habe ich momentan überhaupt keine Probleme. Ich habe gerade die ganzen. Ich war hier bei einem Friedhof und habe die ganzen Gräber kaputt gemacht. Mhm.
nichts gefunden, oder was? Nee, direkt im Norden. Hm, okay. Ja, und westlich davon ist hier baummäßig viel unterwegs. Könnt ihr euch jetzt mal gegenseitig töten, ey? Das ist ja furchtbar. Jawohl. Wenigstens die Spinne tot und ich hab einen Client gekriegt. Du hast meine Schwester getötet. Weil es ist ja die Spinne, ne? Genau, die Spinne. Nicht der Spinner, ne? Du bist der Spinner und das sind die Spinnen. Genau. Ich bin der Spinner. Ey, schon direkt ein Name für die Aufnahme hier. Genau. Für die erste Folge. Der Spinner unterwegs! Watch the Spinner, get some Twix. Ich habe schon überlegt, dass ich mal vielleicht auf Englisch umsteige. Englisch moderierst. Ja, da hast du ja viel mehr Chancen. Ich meine, okay, es ist breiter. Ja gut, ich weiß nicht, wie gut du Englisch sprichst. Ah, very well. Very well. Very well. I'm a very well talking English person. Of course, and it's funny what I try to do. Hey, that would be a great thing for my viewers, for my audience. You know. So, hey, audience outside there, would it be great for me to do it in English in the future? If you say yes, tell me in the comments. If you say no, shut the hell up. Something like that. I don't know. Nee, eigentlich spreche ich relativ gut Englisch. Zumindest, also es gibt natürlich einige Wörter, die ich jetzt nicht direkt auf Anhieb immer weiß. Ja. Aber ich weiß mich durchaus. Oh Scheiße, ich bin so schnell weit weg. Ja, genau. Ich kann alles irgendwie immer schön zusammenfügen. Immer zu irgendwas hinführen, das ich gerade suche, das Thema. Oder das Wort. So, wie ist das, wenn ich 100 Blumen habe, dann werde ich nie bekloppt oder was? Das weiß ich nicht, wie die da vorgehen mit Don't Starve. Wir können ja mal eine FAQ stellen. Genau. Eine Anfrage. So, jetzt bin ich viel zu weit weg. Jetzt muss ich. Weißt du was? Ich mache jetzt. Ich bin auch ziemlich weit weg. Ich glaube, ich komme diese Nacht nicht zurück. Baum zum Fackeln hier. Ja, bin ich jetzt sehr viel anfälliger für Feuer? Das wäre auch mal interessant. Das ist auch die Frage. Kann auch sein, vielleicht kannst du auch ohne Feuer die Nacht überstehen, weißt? Genau, so als Spinne. Weil die sind ja eigentlich im Dunkeln aktiv, ne? Wenn man das jetzt mal real-life-technisch nimmt. Ich fackel jetzt mal hier den ganzen Wald ab, weil wir brauchen viel Kohle. Für die Farmen und so weiter. Genau, und für die Kochtopf. Genau. Für den Crocking Pot. Oh, Kyle, es ist mitten in der Nacht, hier ist alles super hell. Okay. Läuft. Leuchtet sogar bis zu mir hier hoch. Nee, ich bin im Westen. Was ist das? Um mich herum ist. Was ist denn? Ach, mir ist zu heiß. Oh. Ja, dann siehst du schon. Entweder. Also, es kann immer sein, dass der Wald. Wenn ich den selber auch anzünden würde mit dem Würsten jetzt, dann wird es mir wahrscheinlich auch heiß werden. Ah. Weil es muss nicht unbedingt zwingend an deinem Charakter liegen. Ah, okay. Kann aber auch sein. Also, jetzt beide, dann könnte ich gucken. Würde ich dann nicht schwitzen, dann wird es an dir liegen. Ja, also ich weiß ja, dass ich ein heißer Typ bin, gell, aber... Das ist jetzt wieder ein bisschen... Ich meine, gut, ist ja auch irgendwie logisch, ne? Spinnen und Hitze, das verträgt sich, glaube ich, nicht so gut. Beziehungsweise Spinnen und Feuer. Könnte sein, dein Bart fackelt vielleicht ab oder fängt er an, Feuer zu fangen. Das wäre doof. Mist, jetzt kann ich nicht mal mehr Asche aufsammeln. Animal went bye-bye. Was ist? Was will er? Egal. Okay, eigentlich. Ich bin gerade in dem Steinfeld und farm hier das ganze Gold ab. Ah, und hier sind Getriebe. Hier liegen die Getriebe und Kühlschrank. Gut. Yay. Yippie, yeah, Krawall und Remi Demi. Genau, das ist jetzt in Zukunft unser Schlachtruf. Das Lied von, wie heißt's? Von Deichkind. Von Deichkind. Genau. Jedes Mal, wenn wir irgendwas Großartiges entdecken. Großartiges so, gemacht haben. Genau, dann yippie, yeah! Ich hab Büffel gefunden noch mehr im Westen. Yippie. Ja!
genau. Er weiß es direkt in die Tat umzusetzen. Ah, genau. Die haben einen roten Arsch, das gibt's ja nicht. Ich weiß gar nicht, die Zeiten hatten wir diesmal, glaube ich, normal eingestellt, oder? Genau, normal. Wir haben, glaube ich, nichts an den... einfach, weil es ist auch blöd. Also wenn ihr anfangt, empfiehlt sich's auch, okay, gut, ihr könnt schon mal ein bisschen rumspielen, aber... man hat gesehen, wenn wir jetzt den Frühling zu lange einstellen, dann regnet es die ganze Zeit, das ist scheiße. Wenn man Sommer zu lang macht, dann ist man die ganze Zeit überhitzt, das ist blöd. Der Herbst, da kommt dann halt das Riesenmonster, also es, jede Jahreszeit ist irgendwie blöd. Ach, jetzt habe ich so viel Kacke drin, dass ich... Oh, Mist, hier. Drop mal 8 Flowers. Oh, egal. Beziehungsweise, ich brauche es ja zu droppen, ich kann doch mal einen Hut machen. Ich habe keinen Hut an. So, oh, let's build ahead. Yes, sir. A wonderful. Nee, das wäre aber schon cool. Also, würde mich reizen, auf Englisch zu machen. Wie gesagt, Leute, falls ihr das möchtet, generell mal eine Folge oder so. Oder ihr meint, ja, ich kann super Englisch und der ganze Kram. Also, jetzt für euch. Dann lasst doch mal einen Kommentar hin. Das Problem ist meine Folge so, oh nee, lieber nett. Ja. Ja, das Problem ist aber auch, mein Channel ist leider noch nicht so berühmt. International. Nee, nicht so berühmt, dass ich jetzt nicht direkt so die Zuschauer habe, die mit mir noch schon interagieren, ja. Also ich sehe gerade bei Don't Starve hängt es noch ein bisschen arg hinterher, da muss ich noch definitiv sehr viel mehr Werbung schalten. Und mal schauen. Holz brauchen wir auch ganz viel. Also ich baue mal einen Kühlschrank, den mache ich mal oben hin. Da können wir dann die Rohmaterialien reinmachen, eventuell. Jetzt muss ich gleich mal testen. Ich habe hier einen Monster mitgefunden. Ob mich das heilt. Nicht ablegen. Eat. Nee, füllt nur Essen auf. Aber okay, was will man sonst? Ja, ich muss mich auch erstmal heilen. Ich brauche einen Spider-Glenn. Oder eben ein Kochtopf. Ich habe ja die Rezepte-Seite nebenher noch offen. Ja. Oh, ich liebe zwei Bildschirme, herrlich. Ja, absolut praktisch. Dann einmal Waffeln könnten wir machen. Dazu brauchen wir Butter, Eier und Beeren. Das wird ein bisschen schwierig. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie Butter gesehen. Pyrogen, Eier. Oh. Ja, Butter musst du auch selber herstellen. Ah. Ich glaube aus, keine Ahnung, Öl? Okay. Weiß nicht. Nee, Butter machst du. Aber warte mal, lass mal schlucken. Von Schmetterlingen wird mit der Chance von 2% Butter fallen gelassen. Ah. Wenn man die tötet, oder was? Ja, genau. Schmetterling, das heißt Schmetterlinge töten. Oje. Taco, Fischtaco. Und Fischstäbchen. Schon? Fischstäbchen, 40 Leben bringen die. Wow. Wir brauchen Fisch und Stock. Stöckchen. Fisch und Stock. Fisch on a Stock. Eigentlich könnte es Stockfisch dann eher sein, oder? Als Fischstäbchen. Genau. So, ich bin bis über die Hüften gefüllt. Ich war auch ziemlich erfolgreich. Ich habe schon eine Alchemie-Maschine gebaut. Ich habe die jetzt wieder ein bisschen arg nah gebaut, aber ich glaube, so wie ich sie jetzt hingestellt habe, das geht schon. Also, wenn es dir nicht gefällt, dann weiß man es einfach nochmal. Ach, wann habe ich schon mal gemeckert? Er tut so, als ob ich meckern würde. So. Ja, das ist aber scheiße. Ja, das geht immer gar nicht. Warum kann ich nicht fertilizen? Ach, die sind schon fertilized. Okay, alles klar. So, Kühlschrank. Sehr geile Sache. Da kann man direkt mal was reinpacken hier. So, nehme ich das und Feierabend. Ich lasse die Straße jetzt mal frei zum Durchgehen. Mhm. So, dass wir auch eine Abgrenzung vielleicht haben. Blitzableiter. Genau, das heißt, hier hinten links werden wir dann auch essenstechnisch arbeiten. Genau, ich denke. So. Ja, oder? So, dann haben wir oben rechts die Gräser. Oh, hast du Stücke Eis? Sag mal! Ah ja. Wie machst du das immer, ey? Der hat ja fast mehr gemacht jetzt. Also, das gibt's ja nicht. Also, sehr viel mehr. Mit Mods, weißt du? Nee. Ja, ich wollte gerade sagen, bist du ein Cheater oder sowas? Genau. So. Okay, also Stöcke haben wir diesmal wirklich massig. Aber lieber zu viel als zu wenig, ne? Ja, auf jeden Fall. Kann man nie genug haben. Genau. Weil wenn sie nur rumstehen, dann stehen sie halt nur rum. So sieht auch schön aus, ja. Eben. So, Blitzableiter. Hier ist unser Holz, aber wir haben noch fast keinen Wald. Das ist schon ein ziemlich mickriger Wald, was wir da haben. Ich habe noch genug Pinecones.
Ist gut, dann kannst du da uns mal einen Wald pflanzen. Genau. Ja, 12, was hast du? Genug. Halleluja, hier, welche, hier, rechte Maustaste. Hey, du Spinner. Du Spinner. Jetzt rein das Ding hier auf. Gräser können wir, glaube ich, auch noch ein paar ausbuddeln morgen. Ich hätte jetzt bloß Angst, dass meine Azubis meine Videos sehen, muss ich ehrlich sagen, gell? Die kennen mich eigentlich. Meine Azubis, dass die meine Videos sehen, die kennen mich eigentlich nur als harter Knochenmeister. Bist du Meister? Nee, nee, ich bin an der Tankstelle, aber wir haben auch Azubis. Ah. Und eigentlich bin ich relativ harter Knochen, weißt du? Mhm. Wenn die mich jetzt hier sehen, nach dem Motto, hey, Spinner, ne? Ich glaube, dann ist das Ganze gegessen. Dann können sie dich nicht mehr ernst nehmen. Ja. Dann ist die Sache gegessen. Komm, sie her, du Spinner. Ja, genau. Aha, du hast mir gar nichts zu sagen. Genau. Okay, Abmahnung. Ja, okay. So, jetzt mache ich mir meinen Regenschirm. Ich habe nämlich 2 Stück mittlerweile. Sehr schön. Damit wäre ich versorgt. Hast du auch schon einen Regenschirm? Ich habe auch schon einen Regenschirm, ja. Sehr gut. Jetzt gucke ich gerade mal, brauchen wir noch? Wir brauchen jetzt Kisten. Ich würde sagen... Kisten, ja, brauchen wir ein paar. Mach der mal in jede Ecke, ja? Ja, irgendwo machen wir jetzt mal einen Haufen Kisten, wo wir wirklich die Sachen jetzt ganz ordentlich sortieren. Ich meine, hier unten haben wir ja schon eine Holzkiste, das ist ja schon super. Die Kiste ist jetzt für Holz, genau. Genau. Und dann hier rechts eine für Stöcke. Genau.